Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man mit den Kittelkreationen auch eine hübsche Verpackung basteln kann. Dazu habe ich einmal die entsprechenden Stanzformen genommen, mir zweimal aus Farbkarton, in dem Fall dann jetzt Sommerbeere, die Schürze ausgestanzt, ein drittes Mal aus Designpapier. Das habe ich hier auch doppellagig gemacht, weil nur Designpapier wäre mir ein bisschen zu labberig. Und einmal ein Schürzenteil. Hier hatte ich dieses genommen, wo dann auch noch die Löcher mitgestanzt werden. Hier jetzt einfach mal ganz schlicht dieses Halbrunde, auch aus dem Designerpapier. Ich weiß jetzt gerade leider nicht genau, wie es heißt. Müsste ich nachgucken. Ausgestanzt. Dann habe ich... Das habe ich auch schon mal vorbereitet, mir den Backhandschuh aufgestempelt und ausgestanzt und aus Silberfolie hier auch den Schneebesen und diese Zange ausgestanzt. So, jetzt kommen wir dazu, wie man daraus die Schachtel macht. Das ist eigentlich ganz zügig erledigt. Einmal klebe ich hier das Designpapier auf eins der ausgestanzten Farbkartonstücke. In dem Fall ist das jetzt farblich sehr, sehr ähnlich. Hier sieht man nur so einen leichten Farbverlauf von dem Papier. So, dann benötige ich ein Stück Farbkarton. Ich habe das jetzt auch in Sommerbeere genommen. Mit den Maßen 14,1 x 4 cm. Das wird auf der kurzen Seite von jeder Seite bei einem Zentimeter gefalzt. Und auf der langen Seite wird das Ganze gefalzt bei 4,5 Zentimeter und bei 9,6 Zentimeter. Falzlinien kann ich dann schon einmal alle nachknicken. Ich knicke das dann jetzt hier auch einfach nochmal zusammen und schneide von der Falzlinie das schräg weg. Dann habe ich hier eine Aussparung. Und die Kanten hier an den äußeren Rändern schräge ich auch einmal ein bisschen ab. So. Dann kann ich das Ganze schon zusammensetzen. Ich fange am Boden an. Einfach Tombow aufkleben. Und die Schürze da drauf setzen, zwar so, dass sie zwar bis ganz unten geht, aber nicht über die Falzlinie hinaus. Das ist das Schöne am Tombow, da kann man ja noch mal ein bisschen nachrücken, dass das auch alles gut sitzt. Dann einfach hier die Seiten noch hochkleben, genau bündig mit der Schürze. So, Dalle.
Dann habe ich hier die Kochutensilien an der Schürzentasche festgeklebt. Und diese mit Dimensionals auf der Schürze selbst befestigt. Den Backhandschuh habe ich auch einfach noch mal erhöht. Dann habe ich mir so circa 8,5 cm lange Stücke Band genommen. Und mit den Glue-Dots an der Schürze befestigt. An sich hätte ja jetzt eine Schürze nur auf einer Seite sozusagen dieses Band, was man sich um den Hals hängt. Ich habe das dann aber an vorn und hinten gemacht, damit man das auch schön so als Goodie tragen kann. So, und voilà, fertig ist dann eine kleine Goodie-Verpackung in Schürzenform. Kann auch schön noch hier mit diesem Schredderpapier, das jetzt im Saisonkatalog ist, ein bisschen füllen. Oder halt einfach mit ganz vielen Süßigkeiten. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!